In diesem Video werde ich euch zeigen, wie mein Portfolio im Jahr 2020 abgeschnitten hat. Wie ist meine Strategie? Wir schauen uns an, wie es am 20. März 2020 aussah. Das sah sehr schlecht aus. Was habe ich jetzt für Trades gemacht? Was waren die Gewinner, Verlierer in diesem Jahr? Und wir schauen uns noch die kompletten Kennzahlen zu den Aktien in meinem Depot an, also die Unternehmenskennzahlen. Das ist sehr interessant. Und wie mein Depot strukturiert ist. Dann können wir uns noch anschauen, was ich so für Nachkäufe gemacht habe. All das jetzt im Video. Herzlich willkommen bei Value Investing 2050, Rendite bis zur Rente. Ihr könnt hier schon direkt meine Performance sehen, und zwar seit 01.01.2020. Und wir sehen einfach hier im Gesamtportfolio, ausgewiesen ist immer der interne Zinsfuß. Das ist also quasi, das sind Nachkäufe berücksichtigt, das ist PA. Und das ist eigentlich so wie quasi ein Zinssatz auf dem Tagesgeld. So stelle ich mir das vor. Wenn das Tagesgeldkonto 5% PA abwirft und ihr kauft unterjährlich nach oder kurz vor Jahresende, dann wird das eben nur entsprechend der Laufzeit, wie ihr die Aktie haltet, berücksichtigt. Genauso, wenn ihr verkauft. So müsst ihr euch das vorstellen. Und wir sehen hier schon, ich bin ungefähr bei 3% jetzt in diesem Jahr. Heute ist der 25.12.2020 und der DAX hat jetzt im gleichen Zeitraum 1,5% gemacht. Das heißt, ich habe den DAX ganz leicht ausperformt, muss aber direkt dazu sagen, dass der entscheidende Grund dafür war, dass ich im März dort etwas spekuliert habe mit Faktorzertifikaten und habe dort relativ gutes Geld gemacht. Das ist jetzt mit in mein Depot eingeflossen, diese Aktion. Und damit bin ich also hier so gut. Was hier noch zu sehen ist, ist der True Time Rate of Return. Und das ist also die Entwicklung ohne Nachkäufe zum Beispiel zu berücksichtigen. Und dort ist für mich wichtig, dass ich eben hier beim internen Zinsfuß habe ich eine bessere Rendite und das zeigt mir, dass meine Nachkäufe sich positiv auf die Rendite ausgewirkt haben. Wir sehen das bei den Sparplänen. Da habe ich ja auch schon ein Video gemacht. Ich habe bei den Sparplänen umgeschichtet. Das sehen wir gleich nochmal. Da bin ich also bei 5%, bei den Value-Dividenden-Aktien nur bei 1,6%. Und hätte ich nicht nachgekauft in der Corona-Krise, wäre ich jetzt hier bei minus 13% bei den Value-Dividenden-Aktien. Da kann man jetzt schon mal sehen, wie wichtig dieses Jahr das Nachkaufen war. Und was wir nochmal sehen, ich habe dort eine Underperformance bei den Energieaktien. Das ist bei mir konkret BP und Shell und noch ein ETF. Und die No-Energie-Dividendenaktien, also quasi der ganze andere Rest, hat 3% dieses Jahr geholt. Was ich jetzt hier selbstkritisch sagen muss, ist jetzt hier so, dass die Sparpläne besser performt haben. Also hat sich es hier dieses Jahr nicht gelohnt für mich, dort in Value-Dividenden-Aktien zu investieren. Hier können wir meine Bestände sehen und hier sehen wir auch, die beiden größten Positionen ist ein ETF auf dem S&P 500 und auf MSCI Emerging Markets. Die werden mit monatlichen Sparplänen bei mir bespart seit 2014. Habe ich auch wieder ein Video dazu gemacht. Ich habe dieses Jahr umgeschichtet. Das waren erst DAX und MSCI World. Ich habe umgeschichtet jetzt auf den S&P 500 und die Emerging Markets, weil ich mir dort einfach eine höhere Rendite erwarte. Ansonsten, vielleicht, wenn ihr schon mal das letzte Depot-Update von mir gesehen habt, kennt ihr das schon. Wir gehen jetzt mal nur die größten durch. Kraft Heinz, Viacom, CBS, Molson Coors Brewing, Telefonica, Pfizer, BP und so weiter. Dann kommen hier ein bisschen die kleineren Anteile. So sieht also mein Portfolio aus. Wir werden das dann aber später im Video nochmal sehen, wenn wir dort konkret in die Unternehmenskennzahlen einsteigen und genau sehen, wie ist der Cashflow, wie sieht die Bilanz aus, wie ist die Gewinnerwartung für nächstes Jahr, wie ist generell die Geschäftserwartung. Dazu kommen wir noch. Ich habe euch hier aufbereitet die Trades von diesem Jahr. Im oberen Teil können wir sehen, alles, was ich dieses Jahr gekauft habe und noch besitze. Im unteren Teil sehen wir, was ich dieses Jahr verkauft habe und wann auch immer gekauft habe. Und die Rendite plus Haltedauer. Wenn ihr das hier seht, Tesla, das war an sich ein schöner Verkauf nach 6 oder 7 Monaten mit 122% Rendite verkauft. Ich hatte damals 5 Tesla-Aktien, das war vor dem Split. Und ich glaube, der Split war 1 zu 4 oder 1 zu 5, hätte ich heute vielleicht 20 Aktien ungefähr. Und wenn ihr euch jetzt mal den Kurs anschaut, so um die $600, habe ich da natürlich aus heutiger Sicht alles falsch gemacht. Aber als Value-Investor hat man normalerweise keinen Tesla, zumindest so wie heute der Aktienkurs ist. Aber gut, ansonsten, ich will jetzt nicht alles durchgehen. Ich hatte hier zum Beispiel Xiaomi, habe ich verkauft hier im Februar. Mein Grund war eben Corona. Ich hatte hier ETCs auf Öl. Das habe ich mit einem kleinen Gewinn verkauft. Hier mit 90% Gewinn ein ETF auf Gold. Den habe ich schon 18 gekauft.
und so weiter und so weiter. Und wenn man bei der Haltedauer sieht, hier zum Beispiel sind eben Sachen dabei, nach 2000 Tagen mit 88% Verlust verkauft. Das war also ein absoluter Griff ins Klo. Und hier, wer es auch hat oder kennt, Steinhoff, damals gekauft mit der Hoffnung, da geht einiges, da ging aber dann nichts, habe ich auch hier irgendwann den Verlust realisiert. Wenn wir auf dieses Jahr schauen, ich habe schon relativ viel gekauft und bisher am erfolgreichsten, vor allem nach 85 Tagen Haltedauer, das war echt Luck. BBVA, das ist die spanische Bank, die auch in Südamerika aktiv ist. Kommen wir dann im Detail nochmal dazu. Ich denke, ihr habt es jetzt schon mal ein bisschen durchgeschaut, was jetzt hier so dabei ist. Jetzt würde ich mit euch gerne mal das Thema Nachkäufe durchgehen, weil das ist wirklich auch das, was eigentlich ein Value Investor macht, Buy and Hold. Natürlich verkauft er, wenn er sagt, der Kurs ist sehr, sehr attraktiv, also nicht attraktiv, sondern sehr, sehr überbewertet, also sehr hoch. Oder man verkauft vielleicht, wenn man sagt, das Unternehmen hat sich so schlecht entwickelt, ich möchte es nicht mehr haben. Wir sehen hier unten den Chart der Aktie und grüne Punkte sind meine Käufe und das oder Vierecke und rote sind Verkäufe. BASF habe ich hier nicht nachgekauft, da waren sie fast bei 40 in der Corona-Krise, also dort Chance verpasst. BBVA hatte ich hier eben dieses Glück, ich habe hier gekauft, danach ging der Kurs von. Ich glaube, ich habe gekauft, genau hier steht es 2,41 €, jetzt ist er bei 4. Das war Glück gehabt. Ansonsten habe ich hier noch bei BP, habe ich hier nochmal glücklich nachgekauft zur Corona-Krise. Da müssen wir aber jetzt mal auf 10 Jahre gehen. Also seit 2012 habe ich hier immer wieder Pakete gekauft. Und da könnt ihr auch mal sehen, ich kaufe hier zu verschiedenen Zeitpunkten, wo ich jetzt zum Beispiel 2018, 2019 im Rückblick gesagt hätte, das waren gute Zeitpunkte. Dann passiert aber so ein Event wie jetzt zum Beispiel Corona. Die Aktie knallt voll nach unten. Hier habe ich glücklich nachgekauft. Bin jetzt trotzdem noch dort im Minus. Und das ist immer eine Sache, die ihr euch realisieren müsst. Auch wenn ich jetzt sehe, dass manche haben Aktiensparpläne auf Apple, auf Amazon, auf alles Mögliche, was gerade groß und teuer ist. Und die haben auch so eine Story. Da geht das einfach nach oben. Die kaufen regelmäßig nach und sagen, geil, alles richtig gemacht. Aber wenn dann mal hier wirklich eine krasse Korrektur kommt, dann ist die erste Frage, kaufe ich nach? Habe ich dann, ich sage jetzt mal plakativ, die Eier dazu? Oder realisiere ich in dem Moment, Mist, die Aktie ist jetzt eigentlich halbwegs fair bewertet, ich will gar nicht nachkaufen, bin aber fett im Minus und da komme ich dann halt wirklich in Probleme. British American Tobacco, wir gehen jetzt mal wieder auf 3 Jahre, habe ich hier nicht nachgekauft. Bei China Mobile war es so, die habe ich hier auch aufgrund von Corona verkauft mit minimalen Verlusten, habe jetzt für 5,55 € ja nachgekauft vor kurzem. Es ist jetzt weiter gesunken, da überlege ich mir mal noch demnächst, ob ich vielleicht noch nachkaufe. Coca-Cola hier relativ gut erwischt, auch im Corona-Down. Was wäre noch interessant? Imperial Plants, das ist auch so eine Sache, die da lernt man einfach draus. Die habe ich halt zweimal relativ dicht hintereinander gekauft, was eigentlich Quatsch ist, weil entweder ich sage hier in dem ersten Moment, ich mache halt mehr Einsatz und mache aber nur einen Deal, aber kurz danach, ohne dass irgendwie am Kurs oder am Unternehmen sich groß was verändert hat, ist eben eigentlich unnötig. Bei Kraft Heinz müssen wir jetzt mal hier vielleicht auf 2 Jahre gehen. Da sehen wir schon hier das Corona-Tief relativ gut getroffen und damit bin ich dort jetzt auch 10% im Plus und hätte ich das nicht gemacht, wäre ich eben hier bei Null, hier auch zweimal kurz ineinander gekauft, auch Käse. Genauso hier meine Lieblingsbrauerei, weil die einzige, wo ich Aktien habe. Hier auch zweimal kurz ineinander gekauft, Käse, aber wieder Top-Moment erwischt. Das ist alles Glück. Das ist jetzt nicht irgendwas mit Können oder so. Ich gucke mir, mache auch keine Chart- oder technische Analyse. Ich schaue mir schon den Chart an. Also wenn ich sowas sehe und sehe, okay, es ist jetzt vielleicht auch im 10-Jahres-Vergleich sehr stark gefallen, das sehe ich schon. Aber ich mache jetzt keine großen technischen Analysen oder überhaupt keine eigentlich. Pfizer, genau dasselbe, kurz dreimal ineinander gekauft. Quatsch, nicht nachgekauft. Walter Shell bin ich jetzt erst eingestiegen. Da wird sich mal noch zeigen, wie sich das entwickelt. Haben wir auch oder habe ich auch ein Video gemacht zu BP und Shell, wie es da jetzt so aktuell aussieht. Telefonica, ja, die sind halt wirklich jetzt so günstig gewesen. Da habe ich schon knapp unter 3 € gekauft, dass ich sage, musst du machen. Und hier auch mal so ein Beispiel: Viacom CBS. Die habe ich hier noch quasi zweimal nachgekauft, wo es dann schon runterging. Und der Kurs hier war ungefähr bei 10 €, ist jetzt hier knapp wieder bei 30 gewesen, hat sich verdreifacht. Also hier hat sich auch das Nachkaufen gelohnt. Das hier ist die Ausgliederung von Pfizer, da habe ich ganz wenig. Wells Fargo habe ich auch nachgekauft und da würde ich jetzt mal sehen, wie sich das entwickelt. Hier sehen wir jetzt nochmal meine Gesamtübersicht, ein bisschen anders. Hier die absolute Performance über den gesamten Zeitraum und ICF, also quasi die Rendite im Tagesgeldvergleich, sage ich jetzt einfach mal. Da seht ihr zum Beispiel bei BBVA, da ich die ja weniger als ein Jahr habe,
habe ich zwar 68% absolute Performance, aber wenn es so weitergehen würde auf 365 Tage, wären es dann 833%, ist natürlich Käse, deswegen lohnt sich die Kennzahl erst, wenn es länger als ein Jahr läuft. Was man aber hier bei Portfolio Performance machen können, und das ist sehr interessant, wenn ihr das auch nutzt, macht das einfach mal. Und bei mir, so ein Tag, wo es wirklich sehr weit unten war, ist der 20. März, das war hier ein Freitag 2020. Und da werden wir jetzt gleich mal sehen, wie hier das Portfolio aussieht. Und jetzt ist ja schon relativ viel grün. Und zum Beispiel hier Imperial Brands minus 20% ist jetzt die schlechteste Aktie, die ich habe. Ha, und jetzt seht ihr mal, was hier los war am 20.03. diesen Jahres. Ich hatte hier eben noch mein Portfolio auch ein bisschen anders strukturiert, hatte hier noch die Rohstoffe drin, hatte das Gold, Kaffee, dieses hier auf Mais, das war eh schon im Minus, das wird man jetzt mal weglassen. Aber guckt mal hier, ne? Macy's habe ich ja jetzt auch verkauft, gibt es auch ein Video dazu. Minus 59, Viacom, CBS, minus 51 und so weiter. MPLX habe ich auch verkauft. Hier war eigentlich alles rot. Hier war noch der ganze Müll drin wie Steinhoff. Die Sparpläne waren rot. Der DAX minus 26% in meinem Sparplan. Und jetzt ist es halt so, wenn ihr das hier dann drin habt und habt minus 51% und sagt, eigentlich will ich jetzt nicht die Position riesengroß machen und soll ich jetzt nachkaufen oder nicht? Das ist dann immer der entscheidende Punkt. Wenn ihr hier euch unsicher seid, ob das Unternehmen gut ist oder ob das noch ein gutes Geschäftsmodell habt und ihr kauft nicht nach, dann verpasst ihr eine Chance. Und das alles müsst ihr euch vor dem Kauf überhaupt überlegen. Nicht vor dem Nachkauf, sondern bevor ihr die Aktie das erste Mal kauft. Ihr müsst euch überlegen, was mache ich, wenn sie 30% fällt, was mache ich, wenn sie 50% fällt, aber die Unternehmensdaten eigentlich gleich sind. Hier waren die ganzen Einflüsse ja makroökonomisch, also generell Konjunktur und Konsumverhalten. Es war ja nicht so, dass hier bei den einzelnen Unternehmen jetzt irgendwas im Geschäftsmodell total gehakt hat. Also das ist wichtig. Und wenn ich überlege, zum Beispiel Nvidia, wenn die jetzt mal um 40 bis 80% fallen, wo jetzt jeder sagt, ja, ist unrealistisch, aber wenn das passiert, was macht ihr dann, wenn ihr die habt? Ich würde die jetzt gar nicht erst kaufen, weil die ist mir viel zu teuer. Aber das nur mal so als Frage. Jetzt kommen wir eigentlich für mich zum wichtigsten Teil, eine Portfolio-Rückschau oder nicht nur Rückschau, sondern das aktuelle Portfolio zu betrachten. Und zwar, wie steht das Unternehmen da? Wie ist die Aktienbewertung? Klar ist die Performance. Ich habe jetzt die 3% bisher. Der DAX hat die 1,5. Das ist eigentlich egal. Bei Value-Dividenden geht es für mich um den Cashflow beim Unternehmen, um eine attraktive Dividende-Auszahlung, dass das Unternehmen solide finanziell aufgestellt ist und einfach ich sicher sein kann, dass man dort die nächsten Jahre mit dem Unternehmen Spaß hat. Und wenn man die Aktie zu einem attraktiven Preis kauft, hat man auch dann mit der Aktie Spaß. Ihr seht mal hier, das habe ich mir jetzt automatisch quasi auswerten lassen. Ich nutze dafür Morningstar. Das ist leider, glaube ich, zumindest eine Premium-Funktion. Also man braucht ein Premium-Konto. Aber wenn euch das im Detail interessiert, kann ich da nochmal ein extra Video dazu machen. Ich habe jetzt hier all meine Unternehmen, die ich jetzt dieses Jahr, oder nee, falsch, die ich aktuell im Portfolio habe. Die sind also hier zu sehen. Die habt ihr ja vorhin schon mal gesehen. Hier kann man übrigens mal, das ist jetzt eben in Millionen, die Marktkapitalisierung sehen. Das seht ihr hier. Da kann man auch mal schauen. Bei mir die schwersten Brocken sind also zum Beispiel Coca-Cola, Pfizer, Royal Dutch Shell, China Mobile. Das tut aber eigentlich jetzt nichts zur Sache. Was hier jetzt interessant ist, die Price Earnings der letzten 5 Jahre im Durchschnitt zu den Price Earnings Forward. Price Earnings Forward mag ich eigentlich nicht, denn das ist immer eine Schätzung. Da gehen irgendwelche Analysten davon aus. Ich mag das nicht. Ich mag lieber wirklich Fakten. Aber was ich jetzt hier gut finde, ist, im Durchschnitt war das also hier bei 19 und für die nächsten 12 Monate wird von einem PE von 10 ausgegangen für all meine Aktien. Und das symbolisiert mir also, ich meine, ich habe ja jetzt, vielleicht wenn ihr es gesehen habt, viel gekauft, was eben gefallen ist. Royal Dutch Shell, Telefonica, die sehe ich eben dann als Value-Aktie. Wenn ich sage, das Unternehmen ist für mich grundsolid in Ordnung und die Aktie ist vielleicht super günstig aus meiner Sicht, dann ist das eben so ein Titel, der bei mir aufgenommen wird. Und ihr könnt hier mal zum Beispiel sehen, also hier Royal Dutch Shell, sollte sich das deutlich verbessern zum Durchschnitt der letzten Jahre. Genauso hier bei Telefonica. Viacom, CBS und so weiter und so weiter. Price Earnings ist ja das KGV quasi und da steckt ja der Kurs mit drin. Und natürlich wird das KGV attraktiver, wenn der Gewinn zum Beispiel gleich bleibt und der Kurs sinkt, dann habe ich natürlich ein besseres KGV. Heißt nicht, dass es jetzt dem Unternehmen besser geht, aber
Verhältnis zur Aktienbewertung ist das attraktiver. Das ist also schon mal gut. Und ich habe hier jetzt eine durchschnittliche Dividendenrendite für die nächsten 12 Monate von 5,55%. Ich habe jetzt dieses Jahr übrigens die 1900 Euro Dividende. Das ist ungefähr eine Dividendenrendite von 4 bis 5%. Ich habe ja dieses Jahr verkauft und gekauft und habe natürlich nicht das komplette Jahr Dividenden kassiert für mein aktuelles Portfolio. Das heißt, nächstes Jahr erwarte ich dort mehr. Payout Ratio ist hier, das ist immer summiert, natürlich mit über 100% viel zu hoch. Hier sind halt Sachen dabei, Wells Fargo, hier Telefonica. Telefonica hat einen super Cashflow, hat aber hier Abschreibung gehabt. Imperial Plans zahlt auch mehr aus. Und hier oben gibt es überhaupt keine Infos. Aber da muss man auch drauf achten. Dividendenwachstum der letzten 5 Jahre immerhin 2,2%. Und hier haben wir noch den Free Cashflow absolut. Und ich will jetzt wirklich nicht alles hier totreden, aber das ist nochmal wichtig. Free Cashflow zu Market Cap in Prozent. Da seht ihr übrigens hier oben schon bei der BBVA, das ist jetzt kein Fehler. Aber bei Banken ist das immer ein schwieriges Thema mit dem Free Cashflow. Deswegen würde ich das mal weglassen. Ansonsten ist hier eben zu sehen, wie das so ist. Und da ist ja eigentlich für mich, sage ich, Value geht bei 10% los. So ungefähr, oder ist es interessant, ist jetzt wirklich schwer zu sagen. Telefonica ist ja natürlich mit 33% wirklich Bombe. Kraft Heinz, die auch eine wirklich gute Bilanz haben, könnt ihr hier hinten mal sehen. Hier ist es Eigenkapital, hier ist es Fremdkapital in absolut. Da hat ja Kraft Heinz, auch in der Aktienanalyse übrigens dann natürlich, die ich schon gemacht habe, zu sehen, ungefähr 50% Eigenkapitalquote. Und trotzdem noch hier zu einem sehr guten Free Cashflow. Viacom CBS ist voll in Ordnung. Well, Dutch Shell ist gut. Pfizer, da werde ich vielleicht mal noch eine Analyse machen. Die sind jetzt hier nur bei 5%. Mosen Kurs 15, deswegen habe ich auch nachgekauft. Super Imperial Plans, wirklich sehr gut. Coca-Cola, wenig. Die haben natürlich auch dann andere Qualitäten. Die würde ich auch nochmal nachkaufen, aber jetzt nicht zum aktuellen Kurs. China Mobile 10 und so weiter, bla bla. Aber ihr könnt hier sehen, also so um die 10% oder größer als 10% ist schon mein Ziel. Auch hier im Durchschnitt Price to Book 1,05. Das heißt, ich habe eigentlich jetzt hier für die Aktien, die kosten aktuell ungefähr genauso viel, wie das Eigenkapital in Summe wert ist. Hier ist das Morningstar Rating, da habe ich jetzt im Schnitt 4,21 Sterne. Ja gut, muss man jetzt nicht viel drauf geben. Und es wird ja aber erwartet übrigens auch für nächstes Jahr ein minimales Umsatzwachstum von eben von plus 1,13%. Ist nicht wenig, aber immerhin Wachstum. Und bei Value habe ich eben andere Sachen, die mir wichtig sind, wie hier das Eigenkapital und vor allen Dingen das Verhältnis zum Fremdkapital. Das hier hinten gehe ich jetzt nicht nochmal alles mit euch durch, das wird dann zu viel. Aber das hier ist wirklich jetzt schon mal für mich immer wichtig zu sehen. Ich bin da auf dem richtigen Pfad. Sowas hier finde ich gut zu sagen, okay, da bin ich auf dem richtigen Weg mit dem Gewinn. Ich habe hier eine attraktive Dividende. Payout muss man hier pro Einzelaktie betrachten. Es gibt auch ein Dividendenwachstum. Also alles in allem bin ich zufrieden und gespannt, wie 2021 dann weitergeht für mein Portfolio. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, zu versuchen, das Video auf 10 Minuten zu begrenzen. Jetzt bin ich schon bei 16 oder 17. Aber gut, bei mir gibt es halt Content am laufenden Band. Das war ein kleiner Spaß. Ich mache jetzt noch mal ganz kurz was zum Portfolio, nur zur Übersicht. Dann höre ich euch damit zu nerven vielleicht. Also hier nochmal die Portfolioanalyse. Wir haben jetzt die Einzelunternehmen gesehen. Jetzt sehen wir eben nochmal alle zusammen. Und bei mir heißt es Value Investing 2050. Ich habe ein Value Dividenden Portfolio. Und jetzt kann ich euch das hier natürlich nochmal super nachweisen. Oh, ist aber eigentlich jetzt, machen wir es mal so von der Markierung. Also ich habe hier Mid Cap und Large Value. Habe ein bisschen Large Core. Also es wird so von Morningstar zumindest zugeordnet, die Aktien, die ich habe, dass das wirklich alles Value ist. Ich habe kein Growth. Und das ist einfach so. Das ist jetzt keine Absicht, aber in meinen Value-Kriterien ist dort eben aktuell nichts attraktiv. Hier sehen wir jetzt nochmal den S&P 500 und die prozentuale Aufteilung, wie dort eben bei allen Aktien ist. Der S&P 500 ist ja wirklich groß und trotzdem breit. Tesla ist jetzt übrigens neu reingekommen. Vorsicht, Vorsicht. Und also bei mir ist hier am auffälligsten Consumer Defensive. Da habe ich 36% drin oder 35, im S&P 500 sind nur 7. Das sind eben Sachen wie Kraft Heinz, das Molson Coors und so weiter, die ganzen Konsumsachen. Die finde ich aber eigentlich super, weil die sind für mich relativ Coca-Cola und alles krisenresistent, weil ich habe immer Lust auf eine Cola, ich will immer Heinz Ketchup, ob ich jetzt zu Hause sitze, im Homeoffice, in der Firma, ob ich jetzt reisen kann oder nicht. Das Konsumverhalten bei eben, ich sage jetzt einfach mal Essen und Trinken, das ist eben mehr oder weniger fix. Und wenn da natürlich ein attraktives Unternehmen unterwegs ist, wie vielleicht Kraft Heinz, dann sage ich, okay, nehme ich gern.
Bei Healthcare, okay, da bin ich jetzt, habe ich nur Pfizer, bisschen drunter. Hier Communication Services bin ich auch jetzt überbewertet oder nicht überbewertet, übergewichtet quasi zum S&P 500. Das ist China Mobile und die Telefonica. Bei Energie bin ich hier natürlich mit BP und Shell auch übergewichtet und ich bin untergewichtet, beziehungsweise habe überhaupt nichts. Real Estate. Dann hier nochmal die zyklischen Konsumwerte, das sieht man jetzt hier schon, das wäre Fahrzeug. Ich hatte ja BMW und Ford Ende 19 verkauft. Ja, ansonsten, was mir auch komplett fehlt, ist Technologie. Ich hätte da wirklich sehr gern was, aber aktuell ist da leider nichts wirklich attraktiv. Intel habe ich schon eine Bewertung gemacht, die sind jetzt nochmal leicht gefallen. Also wenn da nochmal 20% der Kurs sinkt, ich sag mal 30 Euro oder irgendwie so, dann würde ich da schon nochmal drüber nachdenken. Wir haben das, was wir jetzt vor uns in der anderen Ansicht gesehen haben, sehen wir hier nochmal, das können wir uns eigentlich sparen. Hier ist nur nochmal verglichen, eben der S&P 500 zu meinem Portfolio. Und ich habe zum Beispiel jetzt hier eine Dividendenrendite von 5,55%, der S&P 500 hat jetzt 3,67. Und ansonsten sehen wir jetzt zum Beispiel hier mein Forward PE von 10. Da hat der S&P 500, hier steht es ja 1, ist eben genauso wie der S&P 500. Der hat jetzt hier weniger, also 0,47. Das ist dann aber andersrum zu werten, dass dort quasi das Forward PE bei 20 liegt. Will ich jetzt hier nicht noch weiter drauf eingehen. Kurs-Buchwert-Verhältnis ist auch besser als im S&P 500 bei mir. Und ja, dafür ist Return on Equity schlechter. Naja, da würde ich jetzt, das haben wir eigentlich bei dem Unternehmensüberblick schon gesehen. Hier noch die Regionen. Und da ist jetzt aktuell so 52% USA. Greater Europe würde ich natürlich nochmal aufkeilen. 23% im United Kingdom, die jetzt ein Brexit-Deal geschlossen haben. Und das wäre dann zum Beispiel British American Tobacco, BP, Imperial Plants. Telefonica ist Spanien und Royal Dutch Shell müsste Niederlande sein, bin ich mir gerade unsicher. Und dann gibt es hier noch das restliche Europa, das wäre dann eben hier Deutschland und Spanien und so weiter und so weiter. Und dann habe ich nichts in Japan, würde ich aber auch vielleicht gern was nehmen. Und die 7,6% China, das ist dann einfach hier, oder Asien, ist dann China Mobile. Passt also für mich so jetzt hier auch die Torte, die Aufteilung, finde ich okay. Die attraktivsten Unternehmen gibt es in den USA. Und hier nochmal ein Thema dazu oder ein Kommentar auch zum Thema US-Dollar-Währung, weil da ja immer gesagt wird, oh, der US-Dollar und der Wechselkurs zum Euro und kann ich ja auch Verluste machen. Alles richtig. Kriegt ja auch die Dividende am Ende in US-Dollar. Aber ihr müsst euch mal überlegen, zum Beispiel hier bei Coca-Cola, die machen ihren Umsatz weltweit in verschiedenen Währungen. Und natürlich werden die in US-Dollar gehandelt in den USA, aber es ist ja nicht so, dass die nur auf dem US-Markt unterwegs sind, genauso wie Pfizer oder all die anderen. Also das war zumindest in den letzten 100 Jahren, so wie es mir bekannt ist, nie ein Riesenproblem, dass man dort massive Nachteile hatte, weil man US-Aktien hatte aufgrund des Wechselkurses. Zum Schluss jetzt noch das Thema Dividenden und noch interessant, die Zukunftsaussicht der Dividende oder der Forecast für 2021 und 2022. Ihr seht jetzt hier schon, die Bruttodividende liegt jetzt hier circa bei 1900 Euro. Ich krieg jetzt nochmal von Imperial Brands eine Dividende und dann ist es ja abgeschlossen, sind wir ungefähr bei 1900 Euro. Die Vorjahre sind deutlich geringer, weil ich habe ja schon mal gesagt, ich habe hier Ende 19, Anfang 20 sowieso mein Portfolio umgeschichtet, neu investiert. Deswegen kann man das mit den Vorjahren nicht vergleichen. Was man auch noch wissen muss, auf meine ETFs vom S&P 500 und bei den Emerging Markets, die sind thesaurierend, da wird also nichts ausgeschüttet, das wird direkt wieder reinvestiert über den ETF. Ich bekomme also nur Dividenden hier für meine Einzelaktien und hier für meine ETFs, die ausschüttend sind, und zwar der Global Select Dividend. Und dann habe ich hier noch den ETF Energy Infrastructure. Ansonsten betrifft das die Einzelaktien. Ich habe mir jetzt hier mal rausgesucht, den Umsatzforecast und den Dividendenforecast, so wie es verfügbar war. Es war nicht für alle verfügbar. Das sind jetzt all meine Unternehmen und ich habe es schon mal sortiert nach Dividende steigend, Dividende stabil, Dividende fallend. Wir sind jetzt bei Dividende steigend. Hier vorne ist immer die geschätzte Dividendenentwicklung und hier die Umsätze. Bei British American Tobacco sieht es also sehr gut aus. Da soll der Umsatz auch nächstes Jahr steigen. Die Dividende auch hier in 21. Bei Coca-Cola ist es auch so, dass setzt sich hier im Forecast fort, dass in 2021, 2022 die Dividende steigt. Auch hier könnt ihr sehen, die jährlichen EPS, der schwarze oder der dunkle Balken ist immer der Forecast und hier der blaue ist dann actuell, also wie es wirklich kam.
Hier seht ihr mal zum Beispiel, das wird immer sehr genau getroffen. Da wird jetzt für dieses Jahr ein bisschen geringeres EPS abgeschätzt, dann in 2021 wieder höher. Bei Pfizer auch, Dividende soll steigen. Hier der Earnings per Share bleibt eher konstant. Und bei Viacom CBS auch hier Dividende nächstes Jahr und 2022 eine leichte Steigerung. Und der EPS wird vermutlich etwas zurückgehen. Bei Dividende stabil ist es bei BASF so, dass die nächstes Jahr hier wird mit einer Erhöhung gerechnet. Umsätze sollen sich auch nächstes Jahr erhöhen. China Mobile zahlt eine Dividende. Da gibt es jetzt hier nur einen hypothetischen Forecast, aber die sind jetzt eigentlich bei sogar 7% zum aktuellen Kurs. Hier soll auch der Umsatz steigen. Und bei Imperial Brands, da wird jetzt hier für 21, 22 mit einem sinkenden Umsatz gerechnet. Da müsste ich nochmal nachschauen, warum, weil mir ist jetzt nicht ganz klar, warum das hier so einbrechen soll. Das muss ich mir nochmal anschauen. Hier gibt es jetzt überhaupt keinen Dividendenforecast. Und ich habe fallende Dividende, beziehungsweise die ist schon gefallen und wird jetzt wahrscheinlich wieder steigen. BBVA, da ist es so, dass es darauf ankommt, was die EZB jetzt dort mit den Banken macht. Die hat nämlich Dividenden verboten oder empfohlen, keine zu zahlen. Das ist immer jetzt so ein Thema bei den Bankenwerten. Aber hier Umsätze eigentlich stabil bei BP. Aber ich habe das ausführliche Video dazu gemacht. Das soll hier in 21 nochmal runtergehen zu 2020. Aber das liegt daran, dass er Dividende und das BP die Dividende in 2020 erst im laufenden Jahr gekürzt hat. Deswegen wird es hier nicht weniger geben als dieses Jahr. Die haben sich ja jetzt festgelegt, was sie immer ausschütten wollen. Und hier wird auch damit gerechnet, dass in 2021 wieder ein positiver Gewinn erzielt werden kann. Bei Royal Dutch Shell ähnliches Bild nächstes Jahr mit der Dividende. Die soll dann vielleicht ab 2022 wieder leicht steigen. Die wurde jetzt auch schon die Quartalsdividende in diesem Jahr übrigens erhöht. Und es wird hier erwartet, dass Royal Dutch Shell in diesem Jahr mit einem Gewinn rausgeht und den dann eigentlich hier pro Aktie in 2021 nochmal verdoppeln kann. Was sehr schön wäre, wo wir dann aber noch nicht ganz im Bereich der letzten Jahre sind. Und Molson Coors Brewing Tap, die zahlen aktuell wirklich keine Dividende. Die haben das jetzt ausgesetzt zur Corona-Krise, um ihre Bilanz zu stärken. Finde ich in Ordnung. Da wird auch jetzt ist die Gewinnerwartung eigentlich konstant. Und zum Schluss haben wir noch Wells Fargo. Die Amerikaner sind da vielleicht etwas schneller mit den Dividendenzahlungen wieder bei den Banken oder einer Erhöhung. Wells Fargo zahlt ja aktuell, ich glaube, knapp unter 2% Dividendenrendite. Da wird für 2022 dann wieder eine Steigerung erwartet. Und auch hier in 2021 wieder eine relativ deutliche Erhöhung des EPS. Das war jetzt der komplette Überblick. Wir haben jetzt alle Themen abgearbeitet, die ich vorbereitet hatte. Ich bin jetzt gespannt auf eure Meinung zum Portfolio oder generell Anmerkungen. Habt ihr vielleicht ein ähnliches Portfolio sogar oder ein ganz anderes? Würde mich interessieren. Dann schreibt es bitte in die Kommentare und bis bald.